Yu-Gi-Oh! GX, lässt grüßen, Freunde! Ja, willkommen zurück hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, aber trotzdem haben wir gerade eines der heiligen Ungeheuer auf dem Feld. Und das ist natürlich ganz, ganz übel, denn das Vieh hat 4000 Angriffspunkte. Könnte eigentlich nur unser Obelisk was dagegen ausrichten, aber wo ist der? Obelisk könnte das jetzt so gut gebrauchen. Naja, erstmal Verteidigungsposition, ich brauche viel Defense, nicht wahr? Du gleich auch und du gleich auch und... Im Grunde genommen ist das Duell bereits vorbei, weil ihr seht schon, wir haben die Wellenbewegungskanone. Wir haben zuerst 1000 Schaden bereits jetzt und... Ja, die beiden auch nochmal 1000, also es dauert nicht mehr so lange, bis Uria ins Gras beißen wird. Ja, beziehungsweise der Transcend Uria ist momentan noch ziemlich unantastbar. Vor allem jetzt ein Part ist eine, ja, so eine mächtige Abwehr, die war ja auch nicht schlecht, damit Astral- und Geisterbarriere mit diesen beiden Fallenkarten. Die waren ja, alter Mann, die übel. Monsterkarte vorbei. Ich könnte doch Uria schon schlagen, dann wollte ich irgendwie... Nein, nicht der. Toll. Monster weg, tschüss. Was soll ich gerade sagen? Ah, genau. Muss ich hier Putzug? Ich dachte, das geht nur einmal. Ach du Scheiße, ich kann Putzug nicht zaubern, vor allem kann von mir zerstören. Wieso macht das denn jetzt nur bei dem? Damit einsetzen sollen. Das ist bescheuert, das ist gleich weg vom Fenster. Okay, entweder ist der gerade selten dämlich, der Alte, oder aber er hat noch was im Hintern, was ich gar nicht bedacht habe. Ne, die Karte kann es nicht sein. Was? Freunde verwenden kann. Ja, was bringt ihm das jetzt? Er kann auch nicht angreifen. Hä? Tja, würde mal sagen. Tschüss, haben wir gefreut. Was für ein Trottel, ey. Mal ganz ehrlich. Ich kann eine Karte von mir zerstören. Was macht er? Natürlich nicht die Karte wählen. Nee, nicht irgendwie so eine verdeckte Karte, wo er nur annehmen kann, was sie sein könnte. So ein Volldepp. Und so Effektschäden. Geil. Uria, der reißt in Flammen. Naja. Ist doch nicht so cool wie eine ägyptische Götterkarte, aber war schon relativ lässig. Nun gut, nächster Transcender. Union der Gerechtigkeit. Mal wieder mal ziemlich kurz. Also, er hat ehrlich gehofft, dass das Party ein bisschen länger dauern würde mit dem Kampf gegen Uria. Aber nee, was doch noch etwa 2-3 Minuten. Scheibenkleister. Egal, Union der Gerechtigkeit, die nächste Karte. Beziehungsweise die nächsten Karten des Transcenders. Der mit diesem Deck zockt. Ein kleiner netter Cyberdrache kann natürlich nie schaden. Dann spiele ich doch mal. Von der Wohltat? Nee. Der Spiegel ist ein bisschen zu früh bereits. Ja doch, wenn ich Volt hat. Ja, ich weiß ja nicht, Leute. Ich weiß nicht, man kann Zerstörung weg. Dann kommst du auch noch weg. So, wenn man sagen hat, wie ich noch Wellenbewegungsdiffusion, weil ich halt mal so cool drauf bin. Dann eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Und das alles nur für ihn, du, den mächtigen Cyberdrachen, du. Dankeschön. Und da kommt der Ginningsminister Vogelmann. Alter, sieht der bescheuert aus. Oh. Hä? Immer so was gesagt, Leider, da wartet, jetzt steigt er aufs Dach. So wortwörtlich, tschüss. Oh nein. Nein, er ist so ein Piepmatz und so ein Papagei-Verschnitt. Und das Vakan verdeckt. Ja, ist das denn übel? Stufe 4 bereits, wa? Ich hoffe, er ist mal ein Cyberdrachen im Angriffsmodus.
und aktiviere dann Verstärkung für die Armee. Was soll das werden? Haben wir das Deck zurückgepackt? Ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, okay, wähle ich mal. Jetzt mache ich nachher simultan, jetzt rufe ich erstmal ihn hier. Den Gerümpelmann. Genau, Gerümpelsynchronisierer. Und rufe den Angriffsmodus. So, und wohl mal, Gerümpelzerstörer. Hab zwar nur ein Monster, aber es tut auch nicht schlecht. Rufrechender Ritter Pauschan könnte ich auch noch. Die Anstaubdrachen, wie es war, natürlich lange nicht mehr. Das mal so. Rechner Ritter Pauschan im Angriffsmodus. Geil. Ja, natürlich will ich das. Und switcht dein Monster in Verteidigungsmodus. Tja, so schnell kann's gehen. Wieso nicht jetzt auch bei meinem Monster einsetzen müssen? So ein Vollidiot, hey. Rechner Ritter Parsha, greif sein verdecktes Monster, seinen geflügelten Piepmatz an und zieh ihm einen Haufen Lebenspunkte ab. Tja, so schnell kann's gehen. So, jetzt aber trotzdem noch eine die Karte hier aktivieren und die Karte hier verdeckt setzen. So, Zug beendet. Jetzt versuch dein Glück. Findest raus, wo hat er die auch noch? Ist mittlerweile Stapel oder was? Das Stapel. Sprich halt einfach, in den Deck gehört halt einfach dazu. Okay, was das bringen soll, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur eins, das Duell ist bald schon vorbei, Freunde. Und nun, greif an, Rechner Ritter Parsha, und vernichte sein verdecktes Monster! Mit himmlischem Ritt! Alter Schwede, macht das Schaden! Die Hoppeldihü, das Mecha-Häschen! Ja, ich wollte gerade sagen, so eine Fähigkeit. Autsch! Und man kann auch zwei weitere Hoppelhäschen rufen. Nur eins. Schräge, den können wir zwei gewesen. Aber egal. Das bringt doch alles nix. Ist sowieso gleich vorbei, Leute. Und zwar nach diesem Angriff. Rechner Ritter Parsha vernichtet es ein verdecktes Monster. Sein hoppelndes Mischerhäschen. Ich lebe immer noch. Aktuell schon noch. Das ist keine Zauberkarte. Achso, verdeckte Karte. Ja, von mir aus, Bams. Da kommt der nächste Hoppel. Verrückt. So, seit der Main-Phase. Kanone aktiviert und tschüssi, Kowski. Und voll im Haufen geschossen. Nö, bitte nicht. Und so schnell kann's gehen. Yeah. Cool. Zwei Duelle beenden in knapp 10 Minuten. Geht ja heute ziemlich fix um Foxy. Schlüsselkart Level 1 erhalten. Ja, schon wieder. Und das Aperolett. 6 Stück noch. Bams.
das spielt keine Rolle. So, doch jetzt außen rum, weil hier bringt es eigentlich gerade sehr viel. Wobei, war das gleich hinaus eigentlich. So, 5. Also dann können wir als nächstes Schrott taufen. Aber ich habe keinen Bock mehr auf die. Also kann ich mal durch, stimmt ja. Unterdrückung, wa? Nee, stehe ich nicht so drauf. Aber erstmal das ganz kurz aktivieren. Und dann, Leute, wird es wieder mal Zeit für neue Karten. Also ganz schnell zurück in den Shop. Shoppedi-hop-hop. Pack kaufen, okay, mal gucken. Was haben wir jetzt noch alles Schönes? Was haben wir noch? Das Hidden Arsenal X4. Wir haben nicht echt noch so viele Karten. Boah, 10.000, echt jetzt? Dieser krass. Die anderen hole ich ja später. So, jetzt mal jetzt gucken, was hättest du alles haben? Haben so Schönes. Formelsynchro, nein, endlich mal. Fällt bloß noch eine ganz schnelle Drache. Na, wo ist er denn? Ein Synchromonster fehlt hier noch. Aurora, das Nordlicht. Ja, ja, schon gut. Schöpfungsresonator. Feuerneck, wo bist du? Brineck, eins bei ihrer Dache. Hallo. Er will nicht kommen. Angriff mit schwarzer Magie. Ja, jetzt ist unser Magierdeck. Drachenod im Zerstörung ist klar. Ja, krieg ich hin an das Synchromonster, was ich will? Nee, auch nicht. Da ist so ein Synchromonster, wollte eigentlich was anderes haben. Und zwar ein Drache, die abgebildet ist auf dem Pack. Müller kommt nicht. Der hat einfach keinen Bock drauf. Ja. Etwa so wie der hier bei Absolute Power Force. Ganz toll. Wiedergeburt der Viper. Okay, gut, haben wir jetzt alles. Normal, ist mir eigentlich relativ egal. Des Fels. Sanghaftes Cerebral. Nitro-Synchron. Ach nee, auch nicht. Dann gab es im Großen und Ganzen eigentlich nichts Besonderes für unser Deck dabei. Oh, hier am Hinterhalt noch etwas sonst. Naja, wobei es auch ein bisschen prickelt natürlich noch. Jurassic Monster, okay, Naturia. Der Schwertmeister. Ist ein Fänger. Krieger den natürlich noch ganz gut eigentlich. Mal gucken, Angriff mit schwarzer Magie, Drachen und Zerstörung. Schon krass, ey. Aber egal, was haben wir sonst noch alles für schöne Karten? Instant-Fusion, ne? Ja, die Instant-Fusion. Matschschloss, nee. Bodenklapferl hatten wir auch schon. Der Rest der Fallenkarten, ja, Sternsauge vielleicht noch. Ich will ein Saugerspielmarke. Das war ein gewählter Monster. Jetzt Stufe 1, sag du Scheimkleister. Formelsynchron, ein Empfängermonster. Selber Empfänger. Das ist ein Empfängermonster. Stufe 1, nicht schlecht. Kannst du Synchromonster nicht auf eine Karte? Du kontrollierst Synchromaterial. Monster durchführen.
eigentlich ziemlich geil, im Gegenteil zu den Synchro-Beschwungen durchzuführen. Das Problem ist nur, nicht über die Stufe 2, wie bringe ich jetzt irgendwie einen Empfänger oder nicht Empfänger mal in der Stufe 1 her? Das ist das Problem. Auch den wie eine Stufe 1 Empfänger Monster, abgesehen vom Drachen natürlich, den wir bereits haben. Ja, es ist nicht einfach, Freunde. Dann nehmen wir mal 10 Stück davon. Das muss auch langsam reichen. Und dann, weil ich so gut drauf bin. Ja, ein paar. Genau, von denen da noch. Ein paar Kristallungeheuer, wenn es geht. Begrenzen entfernen. Maschinendeck natürlich sehr gut. Oh, Defusion. Hm. Die Polymerisation. Naja. Kommt schon. Wo seid ihr denn, Sonderkarten? Da kommt noch gar nichts momentan. Das kann doch nicht sein. Wo sind sie denn bloß? So, Finsternis-Zacke. Ist auch nicht schlecht. Du. Der finstere Metalldrache. Okay, wieder zurück hier. Leer der Eitelkeit. Komm schon, wo bist du, Synchro-Drache? Wir müssen doch auch Stufe 10 sein. Aber er kommt nicht. Du. Nee, er will nicht. Och, Menno. Der Boden einer anderen Dimension. Ja, ist klar. D2-Schild. Nee, da kommt einfach gar nichts. Menno. Der lässt einfach so auf sich warten. Hier natürlich auch, oder? Pixel Wayne zwar, aber nee, kann ich noch weiter. Nee, war soweit nix, war? Nee, war alles ein bisschen doof. Nix für uns, gar nichts. Vor allem kann ich vielleicht, ich habe irgendwo eine gesehen, die Fallreklamation. Nee, die war es nicht. Das Geschenk der Gier, dann Gegner sieht zwei Karten. Ja, ja. Alles schlecht natürlich. Finstere Fallgrube. Diese Karte, wenn ein Gegner seiner mehr Monster als Spezialschwung beschwört. Ja, das wäre vielleicht bei Crowstick noch möglich, weil er zwei Monster Spezialbeschwörung ruft, aber ansonsten, ich glaube, eher ein bisschen unwahrscheinlich. Der Halbkonter. Der Helden-Gegenangriff, ja, wenn ich bloß einen Heldendeck hätte. Die rote Abschirmung. Ja, oder in der ersten Welt haben wir auch nicht. Schrott zusammenstoßen. Geht auch nicht. Drückung sehr scharfe Stärkungen. Zerstörerisches Ziehen. Ach du Scheiße, nee, lieber nicht. Ich habe Lucky sah schon wieder und das war er schon. Ach Mensch, Kim, Freunde, wir kriegen einfach keine Karten, die wir wollen. Ist doch voll übel, ey. Und ich habe auch bald schon. Du. Keine Karte mehr so. Okay. Gehen wir mal ganz kurz auf Tactical Evolution. Und gucken wir mal, was jetzt dabei rauskommt. Elemental Marineus, okay. Der Regenbogendrache. Okay, wie sieht's aus mit Kristallungeheuer? Hallo? Der Pup der Panschwanz? Ja, ist klar. Enodonius. Geschenkgutschein klingt immer gut. Magmoneus.
Ja, also Fusionstennis und auch sehr gute Karten teilweise. Kristallseher. War denn mal ein paar Kristallungeheuer? Aber egal, ein verpuppter Mole, alles verpuppte Monster. Pattenschwanz, Larve. Magmoneos, Alter. Marine Neos, Neos und Neo-Weltra Marine Dolphin, okay. Marine Dolphin. Achso, ist der hier. Außer mit nix. Okay, okay. Ja, bringt für uns auch nicht gerade viel. Ja, Freunde, mal sagen, viel DP ausgegeben, aber relativ wenig dafür zurückbekommen. Wie eigentlich meistens. Schauen wir uns an. Würde mal sagen, für heute mal genug. Morgen geht's hier weiter mit dem Duagin Akisa, neuer Trendsender, etc. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.